herzlich willkommen beim Kongstar Seitenwechsel, bei dem Format, wo wir den E-Football hier mit Kamal und Erol und den, sag ich mal, Profifußball hier mit Franz Rogo zusammenbringen. Seid auf jeden Fall gespannt, es werden heute sehr, sehr coole Sachen auf euch zukommen. Euer Kopf hat ja bei den anderen Challenges schon gut geraucht. Jetzt geht's gleich an eine sportliche Challenge. Du darfst dann gleich hier erstmal schön bewerten. Und am Ende gibt's dann noch ein Gesamtrating. Genau, würde ich sagen, legen wir doch direkt los. Machen wir. So, jetzt wird's sportlich, denn jetzt geht's direkt ans erste Segment. Und zwar, jetzt darfst du von den beiden, sag ich mal, die FIFA Ultimate Team Stats gleich mal bewerten hier. Und die erste Challenge ist ein klassisches 1 gegen 1. Einmal bewertest du eben seinen Defensivwert und dann einmal seine, so, sag ich mal, die Tricks, die Skills. Komm, die Shot cancels gleich. Also, 5, 4, 3, 2, 1 und los geht's. Oh. Ah. Ja, also der Übersteiger war gar nicht schlecht. Ja. Das war ja nichts. Ein bisschen überstolpert. Okay, ich habe eine Idee, was ich mache. 4, 3, 2, 1, los geht's. Oh, oh, da ist er da. Da ist er da. Und weg ist der Ball. Ja, das ist das, was ich vorhin angedeutet habe, dass E-Rolle im physischen Bereich ein bisschen Vorteil ist. Und dann drückt er ihn einfach weg und hat den Ball unten. Ne? Ja. 5, 4, 3, 2, 1, go. Und oh, ah, es geht wieder in die gleiche Richtung weg. Ist noch kein Tor gefallen, oder? Noch kein Tor. Oh. 3, 2, 1, los geht's. Oh. Und das ist ein Tor. Hast du gesagt, ich mache ihn das. Ja. Ich würde mal sagen, wir fangen mal bei Kamal in der Defensive an. Er hat kein Tor zugelassen, hat den Gegner gut gestellt. Ja. Defensiv würde ich ihm eine 21 geben. Was sagst du skillmäßig? Skillmäßig hat er gar nicht so angewendet. Er hat einen Übersteiger, glaube ich, gemacht. Gute 2 Sterne, würde ich sagen. Wie fühlst du dich damit? Ja, ist in Ordnung. Ah, super, dann. Wie sieht's da aus? Ja, bei Erol, ne? Ein Tor zugelassen. Den ersten hat er richtig gut verteidigt, mit seinem Körper weggemacht. Allerdings beim zweiten. Ja, hast du Kamale nicht unter Kontrolle bekommen. Ja. Ja. Also von mir gibt es deshalb eine 19, würde ich sagen. Skills waren meiner Meinung nach besser. Also er hat auf jeden Fall die Übersteiger ganz gut angewandt, würde ich sagen. Was danach kam, war dann ein bisschen unkontrolliert. Für mich sind das auch 2 Sterne. Früher konnte ich es natürlich besser. Ich habe jetzt 6 Jahre Pause gemacht, aber im Kopf ist noch alles drin. So. Ah, im Kopf war alles da. War der Ball schon im Tor drin? Ja. Ihr habt eigentlich jetzt ganz gut abgeschnitten. Ihr habt natürlich jetzt noch in 2 weiteren Challenges die Chance, noch mal zu zeigen, was ihr könnt. Die nächste Challenge geht es um Geschwindigkeit. Ja, würde ich sagen, gehen wir direkt rein in Challenge 2. So, herzlich willkommen bei der zweiten Challenge. Jetzt geht es ums Tempo. 2 Power Runs. Und ja, er bewertet eure Sprintfähigkeit. Beim dritten wird es dann richtig knifflig, auch schon, wenn dann schön die Kraft dann auch schon weg ist von den 2 Sprints davor. Denn dann wird einer mit dem Ball am Fuß gemacht und dann ist natürlich auch ein bisschen Technik mit dabei. Würde ich sagen, legen wir direkt los. Ab auf Position mit euch. 3, 2, 1, los! Au, au, au! Zieh, zieh, zieh! Au! Boah. Was sagst du? Kamal war ein bisschen früher dran, aber es war auf jeden Fall ein gleichwertiges Rennen. Kann man ein bisschen früher. Schwer, aber dann als erstes hast du dir schon mal gesaved. Ab auf Position mit euch. Los! Zieh, zieh, zieh! Komm! Hier musst du mal ein bisschen aufpassen am Ende. Ich weiß. Der rennt mich schon dumm hier. Ganz schön hier intensives Rennen, Kopf an Kopf. Das war beim zweiten Lust. Gleich gibt's die Wertung, aber jetzt gibt's erst noch mal hier schön die Bälle an den Fuß. Mit dem Gewicht. 3, 2, 1, los! Au, au, au. Ja, das war. Ah, was sagst du dazu? Beide ein bisschen Krach mit dem Ball, aber mit dem Ball war Erol schneller als Kamal. Ja, aber was sagst du dazu, dass er nicht in seiner Linie geblieben ist? Ja. Gibt dir eigentlich schon Abzüge in Richtung Ballführung, Dribbling? Ja, aber wir haben keine Regeln aufgestellt. Von daher, alles ist möglich und das macht Erol einfach schlau. Kamal im Antritt so eine 23 geben in der Endgeschwindigkeit ist Erol immer ein bisschen noch dichter gekommen, würde ich sagen. Ja. Dann, da kriegst du von mir eine gute 17. Und bei Erol ist der Antritt eher nicht so gut. Dafür bist du hinten heraus immer ein bisschen schneller geworden. Im Antritt kriegst du von mir auch so eine 16 und hinten heraus eine gute 20. Ihr beide habt jetzt nochmal die Chance, euch zu beweisen. Wir starten mit der dritten Challenge, wo es dann hier um die Physis geht. Let's go.
Wir starten mit der letzten Challenge. Und zwar einmal fangen wir direkt jetzt an erstmal mit Liegestützen. Und danach geht es an den Torschuss, wo ich dann die Ehre habe, eure Bälle abzuhalten. Ihr dürft euch jetzt erstmal auf Position begeben. Erstmal schön in die Liegestützposition. Das Ganze geht so lang, bis einer nicht mehr kann und der andere schon noch. 3, 2, 1, los geht's. 1, 2, 3, 13, 15. 14. 16, komm, zieh. 15. 17, komm, zieh. 18, komm, 16. Komm, noch eines. Noch zwei, du schaffst die 20, komm. 19, oh, 17. Zieh. Ist so schwer, ne, mit dem Gewicht. Das ist unnötig. Ja, aber die Ausführungen. Gut. Was gibst du für ein Rating den beiden? Das war gar nicht so schlecht. Ich würde Kammer, dadurch, dass er auch gewonnen hat, die Ausführung war bei euch beiden eigentlich ganz gut. Eine 29 und bei Erol waren es zwei weniger, aber trotzdem war das auch eine 27. Und seid ihr zufrieden damit? Klar. Jo. Ja? Dann geht's direkt an den Torschuss. Und los. Oh! Ai, ai, ai. Der war sehr stark. Da war. Komm, Bernhard. Ah. Was habt ihr alle mit der Latte? Auch ein sehr guter Schuss, aber die Genauigkeit hat gefehlt. Ne? Ja. Den wolltest du zu genau schießen, ne? Ja, den wolltest du zu genau. Ich wollte so, perfekt in den Winkel. Das kannst du ausgleichen. Ja. Nicht nervös sein, alles gut. Oh, also das war gut. Das war, der war wunderschön. Ja. Sun-Death, würde ich sagen, oder? Ja, okay. Ach, ja. Ja, wieder ausgeguckt. Der war sehr gut. Ja. Was soll ich da sagen? Alter! Oh. Sicher, dass ihr im E-Football richtig seid? Also beim Stat-Elfmeter, das ist eine 70. Kann ich mal da auch eine halten, oder? Ah, na, so nämlich! So nämlich! Jetzt muss ich treffen, ne? Ja, so nämlich! Nein! Ja. Das lag am Ball. So, jetzt musst du einfach direkt mal die Wertung abgeben. Für mich hat Erol auf jeden Fall den härteren Schuss. Würde ich ihm 42 geben. 42, also. Kamal in der Schusshärte 34. Mhm. Aber dafür fand ich bei dir die Genauigkeit zum Beispiel besser. Du hast rechts und links oben die Dinger da eingeschweißt. Leicht, aber präzise. Ja, genau so. Sehr schön. Insgesamt der Schussstat bei dir so eine gute 31 und bei dir eine 34. Wir sind durch mit den Challenges. Was gibst du für eine Gesamtwertung? Ihr seid beide eigentlich gleich auf. Der eine im Tempo ein bisschen besser, der andere defensiv. Ich würde Erol eine gute 19 geben. Ja. Deine Physis und so, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Und Kamal, das ist, du kriegst die 2 von mir vorne. Oh. 20. Ganz, ganz knappes Ding, aber es kommt natürlich nicht nur das Sportliche, sondern gleich geht es nämlich noch an die Schätzfragen. Ja? Und die Schätzfragen, wir wissen, da ist der Erol immer ein bisschen weiter vorne. Ja, ich bin gespannt, ich freue mich. Ja. Ich werde den beiden mal zeigen, wie das Ganze hier geht. Wie das Ganze geht. Dann würde ich sagen, geht's jetzt direkt in die nächste Runde. Los geht's. So, Kamals Lieblingsdisziplin, Kongstar Schätzfragen. Für dich noch mal ganz kurz, wie es funktioniert. Ich stelle eine Frage, dann habt ihr 30 Sekunden Zeit, was auf euer Tablet zu schreiben. Ja, sobald einer fertig ist, dann sagst du Stopp, fertig. Und dann zähle ich runter, 3, 2, 1 und dann geht's direkt los. Okay? Es ist ganz funktioniert immer so, es gibt eine schöne Strafe. Es gibt immer einen schönen Schnipper, darf man verteilen, wenn man richtig liegt und an die Person, die am weitesten weg ist. Ja, wenn du alles direkt richtig sagst, auf den Punkt genau, dann darfst du 2 Schnipper verteilen. Dann würde ich sagen, macht euch bereit. Wir fangen direkt mit der ersten Frage an. Und zwar, wie alt war der älteste Spieler, der jemals für den FC St. Pauli aufgelaufen ist? Die 30 Sekunden beginnen jetzt. Hier könnt ihr gerne Jahre, Monate und Tage sagen. Und wenn ihr alle 3 Disziplinen richtig habt, 3, 2, 1, Stopp. Einmal umdrehen. 38 Erol, 36 Kamal und 38. Oh, oh. Nee. Die Antwort ist 40 Jahre, 4 Monate, echt? Ein Tag. Das heißt, du bekommst den Schnipper ans Ohr. Ich bin schon daran gewöhnt, mach. Oh. Jetzt kommen wir direkt zur nächsten. Und zwar, wie viele Tore hat der FC St. Pauli kassiert in der vergangenen Saison? 3, 2, 1, los geht's. Stopp. 3, 2, 1, umdrehen. 60, 43 und 46. Und die Antwort ist 46. Das heißt, du hast 2 Schnipper. Das ist richtig groß. Ich sag schon, lass deinen ganzen Frust raus. 2 Schnipper ans Ohr, du darfst direkt auch 1 Schnipper anpacken.
Oh, ja. Da hatte ich mehr erwartet. Oh, ja, da hatte ich beides mal erwartet. Da hatte ich beides mal mehr erwartet, sag ich dir ganz ehrlich. Oh, der war stark. So, kommen wir zur dritten Frage. Und zwar, wie viele Spieler sind schon mit der Rückennummer 31 aufgelaufen? Los geht's. In der ganzen Vereinsgeschichte. Würde ich mal sagen, ja. Stopp. 3, 2, 1 und umdrehen. 3, 2 und 61, also ein bisschen Diskrepanz dazwischen. Der 61, glaube ich, ein bisschen weit weg. Es sind, ganz falsch. Es sind nämlich 8. Das heißt, ja. Ihr seid dran, Schnipper ran. Oh, der hat mir ein bisschen stärker sich angehört. Kommen wir zur letzten Frage, jetzt können wir nämlich direkt nochmal rechnen. Ja. Wie viele Spiele hat Jürgen Gronau, Rekordspieler für FC St. Pauli, gemacht? 3, 2, 1 und 6. Wer ist das? Rekordspieler. Stopp. 3, ja, weißt du das? 2, 1, stopp! Umdrehen. 301, 211 und 350, und es sind 440. Das ja, heißt, wer soll ich das wissen, Mann? Letzte Frage. Das Beste kommt zum Schluss mal wieder hier. Willkommen, Mann. Okay. Oh. Ja, gib mir mal ein Statement. Wie hat es sich angefühlt? Nee, ich habe eine Frage richtig gemacht. Ich bin zufrieden. Alles top. Ja, so nämlich. War wieder mit Bravour gemeistert. Ein Schnipper kassiert von jedem. Ich bin zufrieden. Was sagst du? Ja, also. Hat Spaß gemacht, Schnipper zu verteilen? Hat sehr viel Spaß gemacht. Natürlich habe ich auch einen bekommen. Mich hat es auch extrem gefreut und es hat auch extrem Spaß gemacht, hier mit euch das Ganze machen zu dürfen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke, dass ihr zugeschaut habt.